So, willkommen zurück bei Spider-Man 2. Es geht wieder weiter mit Peter und Harry. Wir kloppen wieder Cravens Leute ins Koma. Jetzt Lizard. Die machen wohl nur die Drecksarbeit für ihren Boss. Die müssen ein dickes Gehalt kriegen. Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell? Geht weiter, aber vorsichtig! Ein paar Jäger versperren uns den Weg! Sie haben sogar ihre Haustiere mitgebracht! Wir sind fast da! Wir versuchen alles, was wir können, Connors! Ihr seid seine Zeit nicht wert? Hallo? Kein Selbstwertgefühl. Und Spider-Man. Sieht es aus? Einfach weiter ab. Wir lassen nicht zu, dass sie ihnen was antun. Alles wird gut. Bitte. Ich kann das nicht nochmal. Spider-Man! Ja, tut mir leid. Aber wir müssen los. So, ich glaube, waren alle. Ah, ne, noch nicht. Schmutziger Boden. Und das war schmutziger Boden. Lol. Was ist denn auf einmal los? Ich kann das nicht. Doch, bestimmt. An die Arbeit, wir geben euch Deckung. Das damit kann ich ein Gegenmittel machen. Ja, Connors, beeil dich. Oh nein. Craven is coming to town. Oh Scheiße, es geht los. Tut mir leid. MJ! Nicht so giftig, wie alle sagen. Trage Pete. Achso, wir sind MJ. Ja. Dachte schon, wir sind MJ. Peter. Ich glaube, ich. Atme ich. Ich glaube, ich muss kotzen. Ich bring die Gun! Harry! Ja, tu das! Raven ist halt nicht zu spaßen. Ich weiß. Aber selbst Harry kann ihn wahrscheinlich nicht besiegen. So, als wäre das Spiel ja schon zu Ende. Nicht sehen.
Dabei hat einfach Peter eiskalt abgestochen. Was zur Hölle? Los, Pete. Ein Schritt nach dem anderen. Komm schon. Tut mir leid. Das ist die Zeit. Nicht. Siehst du, wir sind fast. Aber es ist geil inszeniert, ne? Sprich mit mir. Der Kampf mit Craven und Harry ist noch im vollen Gange und wir laufen halt durch die ganze Szenerie durch. Halt durch! Das ist doch nichts. Weißt du, noch in der 5. Klasse als... Nein. Nein. Du musst wach bleiben, Kumpel. Nein! Was ist passiert? Ey, ich weiß es nicht. MJ, bring ihn hier weg. Ich erledige das. Alles klar. Den Beyond-Heap. Fühlt sich das gut an? Das glaube ich, Peter. Euer Boss muss wohl besser zielen. Das ist genau das, was Craven gesucht hat. Dann tut er mir wirklich leid. Das ist schon geil mit dem schwarzen Fäden auch. Krass. Hier, schwarzes Symbiontenzeug, was wir schießen können. Aber wie geil das halt aussieht. Das sieht halt nicht aus wie ein Anzug, sondern es hat Pete's kompletten Körper so eingesogen. Schon geil. Ziele sind wie sehr. Komm, springen wir zurück. Besiege die Jäger. Sind doch alle besiegt, oder nicht? Ach, da ist noch einer. MJ, ich bin unterwegs. Was bist du? Verfolgt Lizard. Die Spinne gehört mir.
Entspannt euch. Mir geht's gut. Vielleicht etwas Wasser. Wasser, hol ich. Der Anzug heilt also deine... Ja. Das heißt, ohne ihn bist du... Ja. Okay, wir müssen das Ding wieder an Harry kriegen. Wie hast du ihn mir gegeben? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Okay. Ich versuch's mal. Oh. Pete, du hast da etwas im... Was ist... Okay, nicht weiß ich. Was zum... Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Was ich tun soll. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist er zurzeit ein sabberndes Reptil? Craven! Das Serum! Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Er ist bestimmt längst weg aus diesem Zoo. Tja, zu unserem Glück hat er was zurückgelassen. Das war krass. In Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Gute Idee. Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich denke, der Anzug hört. Okay, vielleicht hilft der Craven uns ein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen, okay? Ich gebe mein Bestes. Ich pass auf. Versprochen. Als ob das geplant gewesen war. Craven hat ihn einfach angegriffen. Was sollte er denn machen? In dem Moment, als er zugestochen hat, hat er auch vor allem die Klinge abgebrochen. Damit die halt schön in Peters Körper bleibt und Schaden verursacht. Der Symbiont hat sich von Harry gelöst, hat Peter im Prinzip wieder ins Leben zurückgeholt, wenn man so will. Beziehungsweise hat ihn geheilt, aber die Klinge hat noch drin gesteckt und hat dann sie rausgezogen. Und jetzt haben wir den Symbiontenanzug. Wer Spider-Man kennt, kann sich wahrscheinlich auch schon denken, dass dieser Anzug einen komplett eigenen Willen hat. Nicht immer so funktioniert, wie Peter das möchte. Also es ist schon in den Comics vorgekommen, dass der Anzug ihn kontrolliert hat, statt andersrum. Sache ist, der Symbiont selber hat ja eine Form, aber keinen richtigen physischen Körper, weil er ist eigentlich eher eine Masse. Schwarzer Anzug. Ja, man durch den schwarzen Anzug hat auch andere Fähigkeiten. Ich wusste nicht, dass das ein Anzug ist, sondern ich dachte, dass es ein eigener Skill ist. Guck mal, dann werden wir ein Partner-Look. Spider-Man Noir! Yes, den will ich haben. A New Universe Noir-Anzug. Geil. Finde ich so richtig sexy. Was haben wir für Malz denn noch? Techno-Malz? Jo. Purple Rain-Anzug. Ach, wegen hier dem Prowler, ne? Von den Farben her könnte das auf jeden Fall passen. Anzugtechnologie, was gibt's hier denn noch? Fortbewegung. Gleiter länger mit den Netzflügeln. Ja, komm, schalten wir mal frei. Warum nicht? Gewährt eine
einen explosiven Boost auf den Punktsprung, sodass Badalano nach dem Schwung zu einem Vorsprung L2 plus R2 weiterfliegen. Weiterfliegst, indem du X drückst. Ja, alles klar. Was war hier nochmal mit Schaden? Geht da was? Fuck, seltene Technikteile brauche ich. Blöd. Was mit Leben? Kann ich wieder Heldenmarken? Ah, Heldenmarken fehlen da noch. Weil mehr Lebensenergie brauchen wir definitiv noch vorm Ende. Am besten Max. Ja, eigentlich ganz gut. Abprallnetz. Binde mehrere Gegner mit einem Schuss ein, der wiederholt zwischen ihnen herumspringt. Das ist cool. Das will ich eigentlich, aber kann ich mir aus Gründen noch nicht leisten. Ah, mir fehlen halt Heldenmarken und Anzug. Erschwinglich. Was ist denn erschwinglich? Fortbewegung halt, ne? Ja, dann nehmen wir das halt noch. Alles cool. Fertigkeiten. So, jetzt wird's interessant. Weil, wie wir bei Peter sehen, haben wir noch einen zweiten Skilltree freigeschaltet. Nämlich den Symbionten-Skilltree. Das war ja klar, dass der noch kommt. Das war ja vorher gelockt. Also, ich wusste schon, was kommen wird. Also, es war irgendwo abzusehen. Und jetzt haben wir dann neue Fähigkeiten. Drücke L1 plus Dreieck für einen Angriff auf einen Gegner. Was? Für einen Angriff auf einen Gegner zu, der sie erfasst und in die Luft schleudert. L1 plus Dreieck. Nehmen wir. Einen Fertigkeitenpunkt haben wir. Drücke L1 plus X, um mehrere Gegner zu greifen, zu dir zu ziehen. Das nehmen wir auch mal. Alles klar. Okay. Züge. Können wir noch einen freischalten? Boah, passt. Welchen nehmen wir denn für Miles? Klassischer Anzug. Familienunternehmen-Anzug. Hat auch was. Ist alle geil. Nehmen wir den mal. Ja, und der Standard-Farbvariante. Ja. War der Menoir, finde ich eigentlich ziemlich geil. Na komm, lass ihn mal ausgerüstet. Finde ich ganz witzig. Frage ist halt, können wir die Symbiontenkräfte immer noch benutzen? Auch die Animation, ne? Das ist so geil gemacht einfach. Hier ist noch was. Warte, was ist das? Wirkt mysteriös. Wirkt mysteriös. Das sollte Miles erfahren. Okay, Miles, let's go. Na, Mysterio, was geht ab? Kann ich helfen? Das Mysterium wurde mit einem Virus oder so infiziert und jemand ist darin gefangen. Wenn du zum Stopppunkt gelangst, sollte sich das System zurücksetzen. Pass aber bei dem Ganzen auf dich auf. Wie kann ich mir in einer Illusion wehtun? Und das, mein Freund, wollen wir herausfinden. Okay, es gibt Punkte. Wir sehen eine Heldenmarke. Es gibt insgesamt 4. Setze Finisher bei Gegnern ein. Voll auf die 12. Alles klar. Das sieht geil aus. Was zum Henker? Was? Halte durch! Ich komme! Spider-Man? Was siehst du da drin? Ein Haufen Bösewichte, einschließlich Mysterio. Das mag komisch klingen, aber Cole und ich glauben, dass wir ein Mysterio schaffen, von dem geschaffen wurden, der unsere Mysterien sabotiert. Ja. Sie wollen mich verneuten, indem sie Illusionen als Waffen einsetzen, um Leute zu kriegen. Wir glauben, wenn du diese Anomalie siehst, dann können wir die Geisel retten. Außerdem, je effizienter du diese Anomalien ausschaltest, desto eher heraus, was falsch gelaufen ist. Oder ich debugge also Code, indem ich diese grünen kleinen Kerle bekämpfe? Okay. Ja.
Bam, okay. Nani? Reiche Laser aus, wenn die... Wow. Lebensenergie mehr, das ist schlecht. Du wirst die Nacht nicht überleben. Damn, Game Over. Okay, ich muss das nochmal von vorne machen wahrscheinlich, ne? Komplett. Ja. Halt, halt! Nicht weggehen! Warte! Halte durch! Wenn ich mich heile, kann ich keine Finisher einsetzen. Also entweder oder. Wieder für den Wechsel. Aber es ist irgendwie geil gemacht. Find's irgendwie nicht schlecht. Wow. Der Laser. Shit. Jetzt müssen wir auf den Laser achten. Komm schon, Finisher. Wo ist ein Gegner? Hier. Der letzte. Die vorletzte. Shit. Zeit,
Boah, geschafft. Das sind also Challenge-Räume bei Mysterio. Du bist in Sicherheit. Alles gut. Wuhu. Beeindruckend. Martin Beck ruft an. Superheld genannt. Jetzt aber raus hier. Tagebuch 1. Das Wichtigste zuerst. Wir brauchen einen Pitch für Investoren. Moment, Cole, nimmst du das auf? Ja, Aufnahme läuft. Ich verstehe nicht, wieso wir alles aufnehmen müssen. Weil wir eines Tages berühmt sein werden. Und unsere Fans werden hinter die Kulissen gucken wollen, sozusagen. Okay, also für den Pitch kann ich eine Prototyp-Illusion erstellen, die... Tolle Idee. Wir brauchen auch noch einen Namen für unsere Attraktion. Wie wär's mit Mysterien? Nein. Ah, ist er das abgebrochen, sorry. Ich hab gedacht, er spielt das halt weiter. Ich hab nämlich Heldenmarken. Kann ich mir jetzt Gesundheitsupgrade leisten? Technikteile brauche ich halt noch, gut, aber die kriege ich schnell zusammen. Eines unserer Entwicklertagebücher. Kann ich auch offscreen sammeln. Leider sind noch mehr Leute überall in der Stadt in Mysterien gefangen. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt und ihn zur Strecke bringen. Aber da wir gleich am Ende der Folge sind, machen wir jetzt noch ein Verbrechen und dann sind wir hier auch fertig für heute. Alright, let's go. Mein Panzerwagen zu überfallen ist echt reiz. Hi, ich bin Spider-Man und ich vermiese euch den Tag. Jo. Wir werden dich aufhalten. Wir werden dich aufhalten. Eingesponnen. Oh. Echt jetzt? Noch mehr? Ich will das Ding abnehmen. Achso, wir müssen es erstmal einspinnen. Nicht alles, was wir haben! Passt auf! Deckung! Und wir wollen für fernhalten! Vergesst die Banditen! Unser Ziel ist Spider-Man! Habt ihr mich gerade nicht gesehen? Bam. Combo. Ich könnte mal eine Ulti einsetzen mit Miles, aber... Vier Gegner mit einem Gerät, okay. So, geschafft. Da bist du. Dabei habe ich das Blocken auch nicht drauf. Den müssen doch langsam die Senkrechtstarter ausgehen. So, da haben wir schon mal 110 Technikteile und noch ein paar, dann... Können wir uns ein neues Upgrade leisten für unsere Spider-Man. Haben wir denn hier einen guten Aussichtspunkt? Da oben bei den Täubchen. Ja, das wollte ich nicht. Oh, eine Nachricht von Ma. Miles, wegen der gestohlenen Museumsstücke. Ich war am Abschlepphof und habe eine alte Telefonnummer auf dem Laster entdeckt, die du verfolgt hast. Ich bin vielleicht an was dran. Ah, guck mal hier. Treffen wir uns zum Lunch im Park bei meinem Büro? Sandwiches gehen auf mich. Ich kann jeden Hinweis brauchen. Wenn wir den Laster nicht finden, muss das Museum dicht machen. Plus, es geht nichts über Sandwiches. Sandwiches finde ich gut. Museum der Kulturen freigeschaltet. Nice. Okay, das war's erstmal von dieser Episode von Spider-Man 2. Das nächste Mal schwingen wir uns weiter mit Miles hier durch New York und wir werden zwar mit seiner Mutti treffen, die hat ja angerufen gehabt. Und dann gucken wir mal, ob wir den zweiten Laster noch finden, wo die gestohlenen Musikinstrumente drin sein sollen. Falls ihr noch mehr Spider-Man-Action sehen wollt, schaut doch gerne
oben auf das i, beziehungsweise es wird dann unten verlinkt in der Infobox. Da findet ihr noch die anderen Teile, nämlich Spider-Man Remastered und Spider-Man Miles Morales. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Spider-Man 2.